Herzlich willkommen. In diesem Video schauen wir uns eine Aufgabe zum Logarithmus an. Wir haben hier, also wir sollen das Ganze nach x auflösen. Wir haben hier Logarithmus x hoch 5 plus Logarithmus 2 durch x hoch 3 minus Logarithmus 2 gleich 2. Hier müssen wir ein paar Logarithmenregeln anwenden und wir müssen wissen, dass das LG steht für den 10er Logarithmus, also Logarithmus zur Basis 10. Ne? Das können wir schon mal festhalten. Jetzt brauchen wir Logarithmenregeln. Und zwar gibt es einmal die Logarithmusregel. Allgemein für jede Basis gilt das nicht nur für den 10er Logarithmus. Logarithmus x hoch n. Da können wir den Exponenten vor den Logarithmus ziehen. Also kann man rausmachen n mal Logarithmus von x. Ja? Die Regel können wir auf jeden Fall gebrauchen. Und wir können die Regel gebrauchen, dass wenn man einen Logarithmus hat und da zwei Zahlen als Quotienten drin stehen hat, also da nehmen wir mal ruhig Logarithmus von x durch y, kann man auch schreiben Logarithmus von x minus Logarithmus von y. Ne? Das sind auch wieder zwei Logarithmenregeln. Wir gucken mal, ob wir im Laufe der Rechnung noch mehr Regeln brauchen. Erstmal brauchen wir die Regel, dass wir den Exponenten vor den Logarithmus ziehen dürfen hier vorne, also die 5 da vor den Logarithmus. Das heißt, wir haben hier 5 mal LG von x. Und hinten teilen wir den Logarithmus auf. Wir haben also LG von 2 minus, ne, wenn wir gesagt hier, Logarithmus vom Zähler minus Logarithmus vom Nenner. Ne, also Logarithmus von 2 minus Logarithmus von x hoch 3 minus LG 2 und das ist gleich 2. Okay, was ist jetzt, was sehen wir jetzt sofort? Hier steht Logarithmus von 2 minus Logarithmus von 2. Das ist also erstmal wunderbar, dann fällt der erstmal raus. Ne? Dann geht es weiter. Dann steht da, wir haben hier 5 mal Logarithmus von x. Und Logarithmus von x hoch 3, da sehen wir, das ist ja genau die Regel, die wir auch vorhin schon angewendet haben. Wir können also die 3 vor den Logarithmus schreiben. Das heißt, wir haben hier stehen minus 3 mal Logarithmus von x gleich 2. Wunderbar, ist schon viel einfacher. Und 5 minus 3, das ist kein Problem. Das heißt, wir haben da 2 mal Logarithmus von x stehen gleich 2. Der Rest stellt jetzt überhaupt gar kein Problem mehr dar, um nach Logarithmus x erstmal umzustellen. Danach müssen wir noch überlegen, wie kriegen wir dann das x tatsächlich. Ne? Also hier teilen wir einfach durch 2, das heißt Logarithmus x ist gleich 2 durch 2, 1. Gut, also steht Logarithmus von x ist gleich 1. Wie kommen wir jetzt, wie kriegen wir den Logarithmus weg? Grundsätzlich können Sie sich merken, die Umkehrfunktion vom Logarithmus ist immer die Basis hoch. Das Ganze. Ne? Also wenn Sie sagen 10 hoch log von x, kommt da einfach x raus. Ne? Also das waren Rechenregeln und das ist einfach die Umkehrung des Logarithmieren. Ja? Also wenn Sie nicht den Logarithmus haben, sondern zum Beispiel einen natürlichen Logarithmus, den man im Bauingenieurwesen relativ häufig braucht, dann wäre die Umkehrfunktion e hoch, also e hoch ln von x. Wäre auch x. Ne? Genauso könnte es, ne, wenn wir jetzt 4 hoch Logarithmus zur Basis 4 von x, ist auch x. Ne? Also das sind einfach so die Möglichkeiten, wie man das Logarithmieren rückgängig machen kann. Ne? Also indem man die Basis, hier ist es die 10, die als Basis steht, hier ist es die E-Funktion, die als Basis steht, und hier ist es die 4, die als Basis steht. Ja? Kann man immer mit der umgekehrten Potenz dann, ne, rückgängig machen. Also machen wir hier raus 10 hoch Logarithmus von x gleich 10 hoch 1. Gut, 10 hoch 1 ist kein Problem. Wir haben gerade gesagt, 10 hoch Logarithmus von x ist ja nichts anderes als x. Also steht da x gleich 10 hoch 1, also x gleich 10.